green stick to your soup. Don't mind the crayfish. Let's eat vegan. Was sagt die Waage? 75,5. Das heißt, ich habe 500 Gramm zugenommen, weil ich gestern Abend gegrillt habe. Aber das ist natürlich Pech. Ja, die ersten Tage waren ein bisschen schwierig, war extrem müde, aber seitdem wir die Tabletten nehmen, geht das eigentlich. Sind immer noch ziemlich motiviert, wir machen immer schon Sport, tauschen uns natürlich untereinander gut aus, wir kennen uns ganz gut mittlerweile. Ja, ich freue mich auf die nächsten 9 Wochen sind es noch. Und dann seht ihr gleich noch mein Gewicht, mein aktuelles. Am Dienstag waren es 93, heute Morgen, als ich mich gewogen habe, waren es 94. Wir haben jetzt, glaube ich, 16 Uhr und das wird, denke ich, mal mehr sein als heute Morgen. Aber ja, ich freue mich trotzdem und es sind ein paar Kilos und jedes Gramm zählt. Und ja, dann sehen wir uns demnächst und bis dann. Und ich betone, es ist 16 Uhr, 94,7. Yay! Ich will jetzt, bevor ich so viel herumplappere, will ich euch erstmal verkünden, wie viel die jeweiligen Mädels abgenommen haben. Ich mache das ja nicht so, dass ich von allen das Gewicht zeige. Das werde ich am Ende als Collage dann komplett durchlaufen lassen. Jetzt will ich euch aber jeweils pro Woche mal sagen, wie die Abnahme war. Und am Ende könnt ihr das alles dann überprüfen natürlich. Okay, wir fangen einfach mal an mit der Jule. Die hat 4,2 Kilo abgenommen. Oh mein Gott, Leute, das ist der Wahnsinn, oder? Ihr werdet ja gleich alle Mädels sehen und auch ein bisschen hören, was sie so zu den Innenhof-Produkten sagen, wie das geholfen hat, wie sie das genommen haben und so weiter und so fort. Dann die Mareike, 2,15 Kilo, also auch richtig, richtig gut. Und ihr werdet schon später hören, die werden ein bisschen über unsere WhatsApp-Gruppe erzählen. Ich habe da halt eine gegründet, damit wir immer gut kommunizieren können und wir schreiben uns da tagtäglich. Wir posten jeden Tag unser Essen und es animiert auch. Und wenn der eine Salat gegessen hat mit irgendwas Besonderem, dann sagt der andere, oh, ich habe da auch Lust drauf, das mache ich mir heute auch. Oder das hebe ich mir für morgen auf. Das ist super toll, ich bin so stolz, so glücklich über meine Mädels. Und ja. Dann die Vanessa, also sie hat wahnsinnige 3,25 Kilo abgenommen. Es ist wirklich unglaublich. Ich bin so stolz auf alle Mädels. Die Annabelle, 2,4 Kilo. Ich habe jetzt in dem Video gesehen, dass sie so ein bisschen sagt, dass sie jetzt in dem Gewicht gerade stehen bleibt. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich glaube, am Anfang haben wir jetzt alle relativ viel abgenommen. Ich bin auch schon ein bisschen länger dabei, deshalb ist mein Gewicht am wenigsten. Also ich habe am wenigsten jetzt von allen abgenommen, das kriegt ihr auch noch gleich mit. Aber es ist nicht schlimm. Ich denke, vor allen Dingen jetzt am Anfang haben wir so krass viel abgenommen. Das ist ja eigentlich wirklich schon viel. Aber wir haben trotzdem genug gegessen. Ihr könnt mir bei Instagram folgen. Miss Christina Licious ist auch da, mein Name. Da habe ich gepostet, was ich so im Laufe des Tages gegessen habe. Und ich habe ganz normal gegessen. Halt einfach nur auf süße Sachen verzichtet, auf zu viel Fett, Öl oder was weiß ich was. Aber halt alles in Maßen. Ich denke, das ist auch die Kunst. Und vor allen Dingen auch, ja, dabei bleiben. Und das klappt halt ganz gut, weil wir halt ja, in dieser Gruppe sind. Okay, dann kommt die Kathi. Die Kathi hat 2,5 Kilo abgenommen, was auch wahnsinnig viel ist. Also ich kann mich nur wiederholen. Stolz bin ich und es ist einfach toll. Es ist einfach toll. Und ich zu guter Letzt habe 1,65 Kilo abgenommen. Ich muss aber sagen, ich war auch schon ein paar Tage oder so ein, zwei Wochen vorher dabei und habe da auch schon ein bisschen was abgenommen. Jetzt auf die heißgeliebte Waage. Kilogramm. Tag der Wahrheit. Eine Woche ist rum. Ja, wie ihr seht, habe ich 200 Gramm abgenommen.